Nach der Tat am Ostermontag hat der Tatverdächtige selbst den Notruf abgesetzt, sich ohne Gegenwehr festnehmen lassen. Beim Prozessauftakt sagen unter anderem die Polizisten aus, die den Mann am Tatort damals antrafen. Ihre Aussagen bestätigen dabei die Annahme der Staatsanwaltschaft, dass der Tatverdächtige wohl gar nicht schuldfähig ist. Wir haben jetzt ja eben auch gehört von dem Zeugen, den wir vernommen haben, den Polizeibeamten, dass es damals Auffälligkeiten gab im Zusammenhang mit der Festnahme. Diese Auffälligkeiten haben sich in der Folge bei der Vorführung vor dem Haftrichter fortgesetzt, sodass wir dann entgegen dem ursprünglichen Plan keinen Haftbefehl beantragt haben, sondern die Unterbringung des Beschuldigten. Wir haben damals schon unmittelbar nach der Unterbringung, nach der vorläufigen Unterbringung, einen erfahrenen forensischen Sachverständigen beigezogen. Und auch der kam in seinem vorläufigen Gutachten zu dem Ergebnis, dass Schuldunfähigkeit vorgelegen haben dürfte. Seit der Tat im April befindet sich der 41-Jährige in einer geschlossenen Psychiatrie. Aktuell deutet alles darauf hin, dass der Mann zur Tatzeit unter einer psychischen Erkrankung litt. Zwei weitere Prozesstage sind für den Fall angesetzt. Alles, was der Angeklagte heute vor Gericht von sich gibt, wirkt einerseits klar. Er zeigt keine Erinnerungslücken oder macht widersprüchliche Aussagen zur Tat. Andererseits wirken die Aussagen zum Motiv unheimlich wirr und schwer nachzuvollziehen. Er spricht von Gottes Willen, einem Auftrag, den er habe erfüllen müssen, einer Belohnung, wenn er sein liebstes Kind opfert. Als der Richter wissen will, wie er auf solche Ideen kommt, erzählt der Angeklagte, dass er sich wohl schon seit Jahren intensiv mit Religion, vor allem wohl dem Islam und Koran, beschäftigt. Er scheint sich fanatisch mit Religion und verschiedenen Verschwörungstheorien beschäftigt zu haben, darunter auch verschiedene Theorien zu Corona. Gleichzeitig soll er seit Jahren verhältnismäßig viel Cannabis konsumiert haben, weil er unter Depressionen gelitten haben soll. Diese Mischung, Cannabiskonsum, wirre Theorien im Kopf, sagt er heute selber, habe ihn kaputt gemacht. Zwar habe er lange mit sich gehadert, ob er wirklich seine Tochter an Gott opfern soll, hat die Tat dann am Ende aber doch begangen. Der Notruf, den der Angeklagte nach der Tat selbst abgesetzt hatte, wurde heute auch abgespielt. Knapp 10 Minuten geht die Aufnahme, die dann nochmal deutlich machte, wie verwirrt der Mann gewesen sein muss. Auch die Polizisten, die heute ausgesagt haben, bestätigen das. Allein, dass der Täter selbst den Notruf abgesetzt hat, ist mehr als unüblich. Und auch seine Stimmungsschwankungen während des Notrufs deuten auf psychische Erkrankungen hin.